Herzlich willkommen zurück zum Let's Play GTA 5. Ja, lang ist her, dass ich diese Worte gesagt habe. Sehr, sehr lang. Eine halbe Ewigkeit. Aber mich hat es einfach wieder gepackt. Ich musste einfach wieder rein ins Game und habe dann noch ein paar Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, Mensch, das kann es doch noch im Let's Play bringen. Ursprünglich habe ich aufgehört, weil ich gedacht habe, na gut, nach den Hauptmissionen und so, nach der Story, dann wird es vielleicht zu langweilig. Aber jetzt habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Mach's noch ein bisschen was, denn mir macht's mega Spaß. Ja, und deshalb bin ich jetzt wieder hier. So sieht's aus. Genau. Es ist ewig her, das heißt, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen auf der Map umsehen, was wir so haben. Und was ich zum Beispiel machen wollte, ist diese Fallsprung, Punkte und so weiter, wollte ich mir angucken. Ich wollte mir im Hafen das angucken und so weiter. Also einfach nur ein bisschen hier die Map erkunden und auf der Map was machen. Dazu wollte ich aber mit Michael anfangen. Oder mit Franklin. Michael Franklin. Guck gerade mal die Fähigkeiten. Na? Ich gehe mal zu Michael. Guck erst mal, wo er sich überhaupt befindet. Hey, listen, ach was. That was great. I gotta run now, okay? All right, bye, babe. So long. Drücke E, um Tennis zu spielen. Ja, hey, warum eigentlich nicht? Wenn wir schon mal da unten stehen. Eigentlich wollte ich jetzt was anderes machen, aber hey, komm. Wenn wir schon mal dabei sind, was? AD, um zu zielen, drücke linke Maustaste, um einen Grundschlag auszuführen. Okay, drücke, um den Ball durch einen Vorwärtsstrahl schneller fliegen zu lassen. Drücke, um den Ball durch einen Rückwärtsstrahl langsamer fliegen und flacher abprallen zu lassen. Ja, gut. Schauen wir mal. Ne, ich mache erstmal ein Spiel. Wir können auch Sätze machen oder halt einen Satz. Bestenliste gibt's natürlich noch nichts. Klar. Wird heruntergeladen. Okay. Das ist ordentlich. Der Herr Donado ist 16. I love you, baby, but I'm still gonna win. Gut, wir bewegen uns hier rüber, das ist klar. Aufschlag beginnen. Oh Gott. Okay. Gut. Bisschen Tennis kann ich ja. Zielen ist auch klar. Kamera, wo können wir denn überall? Ah, okay. Nee, geh doch mal weiter. Achso, ich muss in der Hälfte, dann gehe ich hier rüber. Na? Was? Scheiße. Okay. Gut. What? Scheiße. You look like you're about to have a coronary. Ja, ja. So. Wir sind doch nur höflich, wenn wir sie gewinnen lassen. So. Eigentlich ist Michael ja der Vollprofi. Nein! Ah. Ich dachte schon, wäre zu früh gewesen. Oh, scheiße. Amanda! Bitte? Zielen. Jetzt warte mal, wenn ich jetzt so... Ah, okay. Ich muss gerade mal gucken, wie viel ich die Maus bewegen darf.
Mist. Okay. Na, ist nicht so weit. Oh. You got a tennis game in there, pal. Ja, das. Gut. Die Eingewöhnungsrunde war das doch. So, jetzt schlägt sie auf. Bin ich mal gespannt. Nein! Doch. Wow! Some rally! Na, zu spät. Irgendwie lieber zu früh wie zu spät bei dem Spiel, weil wenn man zu früh macht, dann wartet er doch noch irgendwie, als er das geht. Interessanterweise. This is just luck. Kann sein, dass es nur Glück ist. So, jetzt können wir da unten Topspin, Grundschlag, Slice. Okay. Oh shit. Mandy. Okay. So. Hauptsache die Sohlen quietschen. Yes, sir. So muss das gehen. Das letzte Mal habe ich Tennis auf der Wii gespielt. Die Steuerung, ja gut, Wii ist halt dann doch was anderes, wenn man selber sich noch mehr bewegen muss. Hier muss man nur ein bisschen auf der Maus rumklickern. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den noch gewinnen. Ob wir die Runde noch drehen können. Oder wir hatten wirklich nur einfach Glück. Die Sohlen quietschen, ist ein Traum. So, zeig mal, was du kannst. Oh my god, you suck at this! Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die KI kann man doch relativ gut ausspielen. Scheiße. Hätte ich nicht sagen sollen. War ein Fehler. So. Einfach toll. Uah. Kacke. Gibt's doch gar nicht. Den müssen wir. Komm, 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 komm. Jetzt muss mal was kommen von uns. Nein! Hey, you can play. In der Tat, das kann sie wohl. I'd hate to be on the receiving end of this bad boy. Den hatte ich eigentlich ein bisschen anders geplant. So. Shit. Bin da manchmal echt zu spät. Na gut. Wenn ich hier. So, geh mal rüber und dann schauen wir mal. So. Oh, shit. Sowas dürfen wir natürlich nicht machen. Da haben wir natürlich die perfekte Vorlage gegeben. Das ist natürlich doof. Gut, den haben wir bis jetzt verkackt, die Runde. Gebe ich zu. Ah, Scheibenkäse. Wow, you can really play. Jetzt wird er langsam grandig. Aber ich muss mich da erstmal reinfinden. So, jetzt.
Wenn wir näher dran sind, müssen wir mal so richtig schön schmettern. Oh, Kacke. That's where the money went. Ja. Der Grund, warum ich nicht so gern vorgehe. Und spielt uns unsere werte Frau gleich aus. Komm jetzt. Nein! Mann. Unplayable. Ja, ja. Ich war gerade bloß zu langsam. Der war schon spielbar. Nur der vom Rechner schon mal wieder zu langsam. Stimmt, die hat ja noch einen Coach für sowas. Haben wir gar nicht. Wir müssen allein klarkommen. Aber eigentlich so ein eigener Tennisplatz. Kann man sich nicht beschweren. You got a tennis game in there, pal. Was ist denn los? Nun, was? Gibt's doch gar nicht. Das ist aber auch nicht ganz so einfach. Also, auf der Wii, wo es intuitiver war, hat mir es ehrlich gesagt besser gefallen wie hier. Muss man einfach mal sagen. Den haben wir jetzt natürlich mal wieder gemacht. Okay, gut. Aber, ja. Also mit dem Wii-Controller macht das schon mehr Spaß, wenn man den durchs Wohnzimmer pfeffert. Wie hier seine Maus über den Tisch zu schieben und Gedöns. Wir können auch versuchen, mit der Maus zu schlagen, das wäre auch toll. Alter, geil, so ein... Das wäre cool, wenn sie das mal in eine Maus integrieren. Stellt man dann auf seinen Monitor die Sensorleiste und dann kann man das Ganze noch über die Maus machen. Das war natürlich zu geil. Amanda! Ja, ja. Für so PC-Spieler für Maustastatur wäre das echt eine geile Ergänzung. Come on. Oh Gott, zu weit weg. Ah, ne, doch, ne. Oh, scheiße. Hey, you can play. Aber ich kann nicht sprinten, oder? Wenn ich gerade so überlege. Sprinten geht sprinten, sprinten, sprinten. Okay. Na. Ja, wir können jetzt auch nur noch in der Mitte spielen, Mädel. Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich eine Taktik gesehen gerade. Wenn sie vorne steht und wir dann mit dem Topspin, das muss ich mal gerade gucken. Jetzt habe ich vielleicht eine Idee, wie ich ihr beikomme. Sehen wir, sehen wir. So. Scheibenkleister. Kriegen wir dann eigentlich noch, wenn der rot ist? Oder muss ich dann extrem schnell sein? Oder geht dann praktisch nichts mehr? Jesus, will you fuck up, please? Ah, dann kriegt man schon noch. Hahaha. Geht doch, geht doch. Wobei Amanda natürlich immer noch haushoch führt, wie man oben in der Statistik sehen kann. Oh, shit. Unplayable.
Der war tatsächlich verdammt gut. Also so für mich. Manche andere hätten vielleicht noch gehalten. Das stimmt allerdings. Wenn man sowas schon mal hat, kann man es auch benutzen. So ein Feld auf dem eigenen Grundstück. Shit. Gibt's nicht. Ja. Also, dafür, dass sie einen Coach hat, macht sie ganz schön viele Aufschlagfehler. Alter. Wird sie müde oder wie, mitten, wenn wir schon mitten in der Nacht zocken? Was macht die gerade? Wird die nervös, wenn ich so herumrenne oder wie? So, kann man machen. Alter. Was macht die gerade? Ah, jetzt geht's. Scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich gerade. Naja. Nun. Komm. Die Chance müssen wir nutzen, die sie uns jetzt gerade gegeben hat. Was macht die denn? Will die uns ärgern? Ach was. Boah. Your ass takes up half that court. Komm, komm, komm. Zack. Aha. Ah, so kann's gehen, Mädel. So. Der lässt wieder die Schuhe qualmen. Was? Okay. Wow, you can really play. No, don't get upset and attack me, darling. Verlierer. Ja. 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 Das ist scheiße. Also 0 von 6 ist wirklich richtig bitter. Eigentlich müssten wir da aus Prinzip eine Revanche machen. Weil das ist wirklich richtig bitter. Also 0 von 6, was ist denn das? Also es geht ja mal gar nicht. Ja, muss mich auch ein bisschen konzentrieren, deshalb war jetzt ein bisschen weniger Gelaber in dieser Folge. Aber ich glaube, in der nächsten gibt es eindeutig eine Revanche. Vielleicht kriege ich es ja doch noch ein bisschen besser hin. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge schauen wir, ob wir Amanda doch noch abziehen können. Bis dahin und macht's gut. Tschüss.